So, willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Hans Schneider und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier zu diesem Video. Wir sind die Schneider Marketing GmbH und wir unterstützen Makler dabei, mehr Alleinaufträge zu bekommen durch digitales Marketing. Und genau darum geht es eben auch heute. Ich möchte nämlich dir heute einmal die Online-Marketing-Strategie vorstellen, wenn du Objekte online gewinnen möchtest. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich brauche mehr Verkaufsanfragen, ich brauche mehr Eigentümer. Hans, was ist denn die richtige Strategie, um da hinzukommen? Dann geht es heute mal wirklich nur rein um Online-Marketing. Das heißt, wie geht das auf digitalem Weg? Und dazu bin ich hier mal an diesem Board. Und der erste wichtige Ansatz, um da hinzukommen, ist natürlich das Thema Traffic. Das heißt, wo hole ich denn meinen Kundenstrom her? Und es gibt ja ganz, ganz viele Agenturen, die sagen, ja, mach Facebook, mach Google, mach TikTok, mach LinkedIn. Im Grunde genommen ist es erst einmal vollkommen egal, welchen Kanal du bedienst. Es geht um eine generalisierte Marketingstrategie, die allgemein aufgesetzt ist. Das heißt, wir schreiben da jetzt hier mal FB für Facebook rein, wir können gerne mal G für Google reinschreiben oder vielleicht sogar O für Offline-Marketing, also auch Flyer und solche Geschichten können funktionieren. Also es kann sehr, sehr verschieden sein. Das Wichtigste ist ganz einfach, und das ist der erste relevante Step, wenn ich jetzt mal die ganzen Sachen hier verbinde, dass es die konkrete Botschaft da ist. Das heißt, du musst mit deiner Zielgruppe ganz klar kommunizieren können. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe super viele Leute, die auf Basis von Trennung, Scheidung ihre Immobilie veräußern wollen, dann ist es hier der richtige Ansatz, damit anzufangen. Das heißt, völlig falsch wäre es jetzt, wenn du jetzt sagst, meine Botschaft ist jetzt hier, du bist auf Facebook, du kommst aus Region X, mach mal direkt hier eine Wertermittlung oder buch dir ein Beratungsgespräch mit mir, ich möchte dir helfen hier. Das ist totaler Quatsch und das wird auch hier nicht funktionieren. Das, was aber wirklich tatsächlich funktioniert, ist, indem du erstmal einmal überlegst, okay, die Person. Was bewegt die Person? Worum geht es hier eigentlich? So, und wenn wir uns jetzt mal dieses Thema anschauen, dass wir sagen, es geht hier um das Thema Scheidung beispielsweise, dann fang doch mal an, die Zielgruppe zu verstehen und genau zu realisieren, was heißt es eigentlich, dass sich jemand hier auf Basis von Scheidung meldet. Jemand, der das macht, der hat aktuell ganz, ganz andere Probleme und will sich eigentlich nicht mit Immobilien beschäftigen. Der hat nämlich dieses Problem, dass er sagt, okay, wie geht das denn mit meinem Partner? Das bedeutet, der Partner ist vielleicht nicht dafür, das Haus jetzt zu verkaufen, es muss aber. Wie kann man Besichtigungen machen, wenn der Partner da vielleicht irgendwas dagegen hat? Oder rein emotional gesehen, ich schaffe das irgendwie emotional aktuell nicht. Also es gibt so viele verschiedene Dinge und das Wichtigste ist, sei hier erst einmal für deinen Lead, für deinen Kunden da, sei ein direkter Ansprechpartner. Komm nicht direkt mit der Brechstange und sag, hey, hier Haus verkaufen, los geht's. Nein, sei wirklich ein guter Partner auch in diesem Moment. Und das schaffst du, indem du zum Beispiel einmal anfängst, die Person eben mit einer guten Botschaft hier auf eine sogenannte Blogseite zu schicken. Das kann ein Blogtext sein, zum Beispiel 5 Tipps, die Sie beachten müssen, wenn Sie aufgrund von Trennung und Scheidung Ihre Immobilie veräußern wollen. So, dann stehen hier 5 Punkte, 1, 2, 3, 4, 5 und das sind 5 Tipps, Dinge, die du vielleicht selber den Leuten mitgibst und am Ende des Tages ist hier ein ganz, ganz softer Pitch, hey, du möchtest mehr erfahren, dann melde dich gerne mal zu einem kostenfreien Beratungsgespräch mit mir an. Zum Beispiel. Das kann funktionieren. Oder was auch funktionieren kann, dass die Leute von Facebook, Google und Co. eben zum Beispiel mal Videos schickst. Also kurze Erklärvideos, ja, Scheidung, Trennung, was ist da zu beachten. Das heißt, die Themen, die hier in diesem Blog drin sind, mal transformierst eben auf ein Video und da ein bisschen was drüber sprichst. Und das ist der erste relevante Step, wie du es einfach schaffst, hier erst einmal in den Kopf reinzukommen und den Leuten klarzumachen, dass du wirklich der Experte bist und nicht so wie alle anderen Makler, die nur die Dollarzeichen im Auge haben und am Ende des Tages nur das Geld wollen. Darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um den Menschen und das hier ist wirklich ein spezielles Thema, wo du auch da sein musst. So, und wenn das dann funktioniert und die Leute sagen, hey, super cooler Content, das hat mir gefallen, das ist toll, dann kannst du ganz gerne hier in der nächsten Instanz Werbung schalten, zum Beispiel auf eine Wertermittlung oder du kannst Werbung schalten auf ein Telefonat, auf ein Gespräch. Das sind alles okay, aber im ersten Step erst einmal Content liefern. Das ist super, super, super wichtig. Tipp, dieser Content hier, der muss nicht immer in Form einer externen Blogseite oder eines Videos passieren. Es kann auch sein, einfach, dass deine Werbeanzeige so gut geschrieben ist. Wir zum Beispiel bei unseren Kunden, wir schreiben super lange Werbeanzeigen und in diesen Werbeanzeigen geht es ganz, ganz häufig viel um Storytelling, dass eben genau solche Themen aufgegriffen werden und das einmal schriftlich kommuniziert wird. Das ist wirklich ein sehr langer Text, den sich die Personen dann eben auch durchlesen und dann sagen, hey, genau das klingt super, das klingt spannend, da möchte ich gerne tiefer ins Gespräch gehen. So.
Wie geht das Ganze dann? Rein technisch gesehen geht es natürlich dann so, dass man sagt, gut, wenn man hier verschiedene Seiten hat, dann setzt man dann hier oder hier sogenannte Pixel. Und diese Pixel greife ich dann eben auf und alle Personen, die das Video gesehen haben, alle Personen, die die Werbung gesehen haben, alle Personen, die den Blog gelesen haben, die bekommen dann eben final diese Werbung hier angezeigt. Und so gesehen filterst du eben auch ganz klar, denn nämlich diese Ads hier, diese Werbung bekommen dann eben nicht die Leute angezeigt, die ganz, ganz kalt sind. Nein, nämlich nur die, die schon wärmer sind, weil sie schon Dinge konsumiert haben. So. Und genau dann kann auch eine Wertermittlung funktionieren, also dass du sagst, hey, bewerte deine Immobilie, was ist deine Immobilie wert? Die Leute beantworten ein paar Fragen und so weiter. Es kann aber auch direkt ein Gespräch funktionieren. Nur das ist einmal vom Ablauf her sehr, sehr wichtig. Letzter wichtiger Tipp, wenn dann hier irgendwann der Kontakt zustande kommt, dann ist super wichtig, dass natürlich hier auch ein Anruf getätigt wird. Also wirklich sehr schnell anrufen. Häufig erlebe ich, okay, dass der Kontakt dann 7 bis 14 Tage liegen gelassen wird. Das geht nicht. Also wirklich dann direkt anrufen, direkt ins Gespräch gehen, dass das Ganze funktioniert und die Person auch merkt, hey, ich habe hier ein Verlangen, ich habe einen Bedarf und die Person, der Makler ist sofort zur Stelle. Das ist super relevant. Genau. Gut, das ist mal soweit dazu, zu diesem Prozess. Wenn du sagst, hey, mega cool, will ich genauso, ist mir einfach nur viel zu kompliziert, das selber zu machen, oder du als Makler hast nicht die genügenden Ressourcen, personell oder zeitlich, das zu machen, dann haben wir eine Lösung. Melde dich ja gerne auf schneider-marketing.com. Da haben wir ein Formular, da kannst du dich mal eintragen. Dann führen wir ein persönliches Beratungsgespräch mit dir und dann schauen wir mal im Detail, wie wir das hier für dich umsetzen können, wie das für dich möglich ist, auch sehr detailliert. Das muss nicht Scheidung sein, das kann auch was anderes sein. Und dann bauen wir für dich immer eine individuelle Strategie auf. In dem Sinne, ich freue mich auf dich, melde dich sehr, sehr gern. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.